Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Schroff gezockt. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, 1991 von Psygnosis. Ich wusste mal selbst nicht, wie man diese Firma ausspricht. Ein Spiel, was ich ohne Ende auf dem PC gespielt habe, aber bisher noch nie auf dem Gameboy ausprobiert habe. Deswegen wird es heute mal Zeit dafür. Ich bin wieder aus dem Urlaub da und ich stelle den Timer mal auf 10 Minuten. Und wir gucken, was wir in diesem Spiel geschissen bekommen. Ich musste gerade mal meinen Kaugummi entfernen. Das ist ja, das gehört sich ja so nicht. Ne? Ja, wir können hier quasi das durch das Steuerkreuz so ein bisschen bewegen wie eine Maus. Allerdings nicht frei auf dem Bildschirm, sondern ich kann nur zwischen diesen Auswahlmöglichkeiten hin und her. Was gibt's hier? Fun, Tricky, Taking und Mayhem. Ja. Lieber nicht. Ich mach mal Fun. Ah, Musik oder nur Geräusche. Ja, wir wollen natürlich auch die Musik dabei haben. Start. Ich glaube, hier kann ich Level frei auswählen, aber das schauen wir nachher mal. Gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Just Dig. Okay, das ist, glaube ich, echt das erste Level von Lemmings 1, was ich noch vom PC seinerzeit kenne. Er gibt mir kurz vor, was ich so für Gegebenheiten habe. 10 Lemminge, einen muss ich ins Ziel bringen und innerhalb von, weiß ich nicht, irgendwelchen 50er-Schritten werden die mal rausgelassen. Aha, und ich habe 3 Minuten Zeit. Ich habe gemerkt, wenn ich mal so mit einigen Leuten spreche, ach, jetzt kann ich den Zeiger wie eine Maus bewegen. Tatsächlich, das ist quasi Lemmings 1 vom PC. Die Frage ist jetzt nur, wie wähle ich aus, was die Lemmings machen sollen? Mit Select komme ich irgendwie hier hin. Okay. Ah, okay. 1. A zum Continuen und B für ein Menü. Ah, guck mal. Da kann ich jetzt aussuchen, was die machen sollen. Das heißt, blocken. Okay, und im Endeffekt müssen die einfach nur buddeln. Ich habe auch 10 Leute, die buddeln können. Das ist ja schon mal was. Und man sieht, der Lemming fängt an zu buddeln. Die anderen rennen einfach immer nur doof durch die Gegend. Und Ziel ist es, die irgendwie in dieses Tor hier zu bringen. Ich habe halt durch Gespräche mit vielen Leuten gemerkt, dass Lemmings anscheinend so ein totales Generationenphänomen ist. Also Leute aus meiner Generation kennen die Lemmings wahrscheinlich noch. Gerade ist einer gestorben, weil das ist natürlich zu weit runtergefallen. Hier, buff. Und Lemmings war damals wirklich ein ziemliches, naja, Phänomen will ich jetzt nicht sagen, aber man hat es irgendwie schon, also es kannte damals irgendwie jede Sau, ne? Und heutzutage ist das so ein bisschen in einer Versenkung verschwunden und ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt. Irgendwann kam Worms auf und Worms hat einen halbwegs ähnlichen Ansatz, ne? Nur, dass es da so einen Battle-Charakter hat, da muss man sich ja bekriegen. Gegenseitig mit Waffen und so. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen actionreicher als hier so eine Partie Lemmings. Weil bei Lemmings geht es einfach nur darum, möglichst viele von diesen Viechern ins Ziel zu bringen. You totally stormed that level, but you can... Can you complete the next? Okay, jetzt hier auch mit Passwortsystem und so. Aha, sehr schön. Schauen wir mal. Das ist tatsächlich Lemmings 1, was ich noch vom PC kenne. Nur jetzt auf dem Gameboy umgesetzt. Und wie ich finde, gar nicht mal so übel. Nur wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele das jetzt gerade hier auf einem Fernseher. Wenn ich das spielen würde auf einem Gameboy-Bildschirm, da wird es echt schwierig, ne? Also diese Lemmings hier sind ja nur 6 oder 8 bewegte Pixel, ne? So, die würden jetzt hier natürlich in den Tod stürzen. Das heißt, ich muss ihnen irgendwo hier was verpassen. Einen Regenschirm, okay. Das geht natürlich. Und wie ihr seht, sie spannen ihren Regenschirm auf. Ich muss jetzt hier mit A alle versorgen, bis meine 10 Regenschirme aufgebraucht sind. Ich glaube, bei einem habe ich es verpasst, oder? Kann das sein? Nee, es schaffen alle. Naja, wie man jetzt an B hier sieht, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier so Leute, die blocken die Lemmings, wenn ich die in eine andere Richtung lenken muss. Oder hier so welche, die krabbeln. Es ist natürlich hier auf dem Gameboy ein bisschen schade, dass man wahrscheinlich mit der Anleitung zusammen gucken muss, wofür welches Symbol steht, weil es steht nicht dabei. Superb, you rescued them all. Ja, drittes Level. Ja, hier muss ich mit den Blockern jetzt gleich arbeiten.
schauen wir doch mal. Blocker, Blocker. Genau, wir haben auch nur 10 Blocker. Genau, Leute, ihr müsst in die andere Richtung. Es gab auch irgendwie auf dem PC so eine Funktion, das schneller laufen zu lassen. Das ist jetzt gerade in so einer Situation ja gar nicht mal so doof. Aber gut, so ein Spiel macht es mir gerade wirklich schön einfach zu spielen und dabei zu reden, weil es ist jetzt echt nicht so die Action, ne? Ja, ihr hört vielleicht meine Erkältung, die ich so aus dem Urlaub mitgebracht habe, die wird nicht wirklich besser. Sondern es geht mal einen Tag besser, dann geht es einen Tag wieder schlechter. Eine richtige Scheißerkältung habe ich da mitgebracht. So, jetzt gehen sie in die richtige Richtung, das ist schon mal gut. Hier unten muss ich gleich schnell sein. Die Musik haben sie irgendwie überarbeitet, das war auf dem PC irgendwie anders. Die erkenne ich jetzt gerade so nicht wieder. Ja, hier unten muss ich auch nochmal blocken. Damals war das halt auch ein geflügelter Begriff, ne? So, also da wusste jeder, was ein Lemming ist und dass sich ein Lemming in den Tod stürzt, wenn er nicht aufpasst. Also Lemminge sind ja eigentlich Nagetiere, die sehen ein bisschen so aus wie Eichhörnchen, nur dass sie halt nicht so einen buschigen langen Schwanz haben, sondern dass die eher so ein kleines Zippelchen da hinten haben. Na, und die sind wohl nicht besonders schlau, das sagt man ihnen nach. Und die sehen halt überhaupt nicht aus wie diese Viecher hier mit grünen Haaren und einem kleinen Blaumann an. Sondern, ja, sind halt kleine Nagetiere. Aber trotzdem wusste früher jeder, wovon man redet, wenn man sagt, ja hier, du bist ja doof wie so ein Lemming oder was. Tüdüdü, da verschwinden sie alle in dem Tor. Ich glaube, den Rest muss ich jetzt in die Luft jagen. Wie ging das denn nochmal? Ah, hier. Ah, hier kann ich schneller machen und hier ist die große Super-Atomexplosion. Wenn ich das jetzt auswähle, ups, Moment. Genau. Dann werden sie jetzt gleich alle in die Luft fliegen. Weil ich habe keine Chance mehr, die ins Ziel zu bringen. Oh nein, Boof. Es sieht echt ziemlich genauso aus wie auf dem PC. Mit dem Unterschied, dass auf dem PC der Hintergrund meistens schwarz war. Und hier jetzt halt weiß oder halt grün auf dem Gameboy, sodass man ja die Kontraste ein bisschen besser erkennt. Also das haben sie ganz gut gelöst, wie ich finde. Trotzdem möchte ich das gerne mal auf dem echten Gameboy sehen, ob das wirklich so... Was machen wir denn jetzt hier? Klettern, okay. Ah, zu spät, okay. Der nächste. Ja, aber ihr müsst doch jetzt auch hier oben irgendwas machen, oder? Ach ja, okay, das war doof. Ja, ich verstehe. Ich hätte mich hier durchbuddeln müssen und dann hier hochkrabbeln. Kann ich das irgendwie nochmal neu starten? Ja, okay, die einzige Art, das jetzt neu zu starten, ist quasi, ich jag all meine Lemminge hoch. Ah, da geht's nochmal neu los. Sehr gut. So, einer mit der Spitzhacke. Boom. Ihr seht auch, das hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit von Worms. Also man sieht ziemlich genau, wo die Schöpfer von Worms ihre Ideen so her hatten. Nur, dass sie sich halt gedacht haben, ja gut, Lemmings ist schön und gut, aber da fehlt ein bisschen Action. Ja, die versorge ich jetzt alle mit dieser Klettereigenschaft. So, dass sie dann da hochkraxeln und ab ins Törchen gehen. Ja, und ich muss auch sagen, ne, ich spiele das Ganze jetzt wahrscheinlich gerade so 5 Minuten oder so. Und es wird jetzt schon so ein bisschen langweilig. Auf der einen Seite, weil ich die Levels schon kenne. Ne, ich habe das Spiel ja auch früher am PC, wie gesagt, sehr viel gezockt. Ja, auf der anderen Seite merkt man halt einfach, es ist irgendwie jetzt gerade auch noch nicht wirklich herausfordernd. Ne. Es kommen später auch Level, die wirklich ein bisschen knackiger sind. Aber man merkt schon, ne? Ich muss hier gähnen, ne? Es ist ja nicht gerade besonders actionreich hier gerade. Also sorry dafür. Ja, jetzt wird es ja natürlich ganz kompliziert. So, you need bashers this time. Die sich irgendwo durchbashen können. Wahrscheinlich durch das hier. Basher sind die hier, die können sich da schön durchboxen. Die.
So, hier auch mal schön durchbashen, bitte. Diddle-diddle-ding, diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-ding. Diddle-diddle-ding. Schön, dass sie die Musik so sehr, so explizit ausführen. Ne? Dieses eine Sample wird jetzt eben ge... Ah, jetzt wird es doch noch ausgerollt. Ich dachte, das kommt die ganze Zeit... Diddle-diddle-ding, diddle-diddle-ding, diddle-diddle-diddle-diddle-ding. Ach, okay, das ist auch ein Hindernis hier quasi. Ach du meine Güte. So, dann mal bitte hier. Auch mal bashen. Und nochmal bashen. Oh, was seid ihr denn für Bash-Bashers, ey? Meine Güte. So, jetzt mache ich mal den Beschleunigungsmodus an. Das ist nicht der Beschleunigungsmodus, das ist der Pausenmodus. Aber irgendwo konnte ich es doch auch schneller machen. Okay. Naja, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Beziehungsweise die Zeit ist auch schon abgelaufen. Ich denke mal, das Spielprinzip Lemmings habe ich euch damit näher gebracht. Ja, und ich habe mich vorhin gefreut, wo ich das so gefunden habe in meiner Datenbank hier und dachte, ah cool, Lemmings, das hast du doch früher mal total gerne gespielt. Man merkt aber, es ist nicht gut gealtert, dieses Spiel. Ne? Man merkt viel zu schnell, dass dieses eindimensionale Gameplay dann doch so ein bisschen... Boah, Entschuldigung, ey. Doch so ein bisschen ermüdend ist. Also sorry, dass ich hier so rumgähnen muss. Das ist ja eigentlich ein No-Go, aber... Ich will jetzt auch nicht ungerecht dem Spiel gegenüber sein. Wie gesagt, früher habe ich es total gerne gespielt. Ich merke nur jetzt gerade, wie... naja, alt sowas irgendwie wird, ne? Also wie schlecht es gealtert ist und wie einem hier die Aufmerksamkeitsspanne so dermaßen in den Keller geht, wenn man die ersten zwei, drei Level gespielt hat, ne? Wo rennt denn jetzt noch irgendein Lemming herum? Kann mir das mal einer erzählen? Weil irgendwie läuft ja... Ach, guck mal, da kommen noch welche. Na, dann mal. Dann haut mal rein, Jungs. Ihr habt nicht mehr so lange Zeit, ins Ziel zu kommen. Jetzt wird's ja nochmal richtig spannend hier zum Ende, meine lieben Freunde. Hohohoho. Jetzt aber... Ach, das wird gerade so, schaffen sie es noch. Ich habe nur noch 20 Sekunden. Ja gut, ich muss sagen, also für die Möglichkeiten des Gameboys haben sie das Spiel ganz vernünftig umgesetzt. Ich würde es halt nur mal echt gerne auf so einem ganz kleinen Bildschirm sehen, ob es überhaupt spielbar ist. Aber pff, warum nicht, ne? Gut, aber so viel dazu. Wir gucken uns mal eben noch das nächste Level an, ohne dass wir es jetzt wirklich lösen. Was haben wir denn da? Ein Teufelskopf. Ja, hier müssen wir irgendwie durch. Tatsache, das Tor sieht so ein bisschen aus wie so ein Drachenschädel oder sowas. Ja, wir sehen schon, wir haben einen fünfmal einen Blocker und fünfmal einen, der explodiert. Das heißt, ne, ich muss hier den Weg frei bomben und den Rest so ein bisschen fernhalten von der Explosion, weil... Wir können das auch mal eben probieren. Wenn einer explodiert, dann reißt er natürlich andere mit in den Tod, glaube ich. Nicht. Na gut, da geht es jetzt so ein bisschen ums Timing, ne? Ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, so ungefähr hier sollten wir dem mal eine Explosion verpassen. Hier so ungefähr würde ich sagen... Ah, das war ein bisschen zu früh... Dann eher hier so. Das war gut. Ach, doch nicht. Dann wohl eher hier so. Jetzt will ich es doch noch lösen. Jetzt bin ich gefangen in diesem Spiel. Ja, scheiße. Na komm, schaffe es doch mal. Das ist gut. So. Guck mal da, habe ich das auch wieder gelöst, dieses Level. Ist das nicht schön? Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt zum Spiel. Wenn man es irgendwo mal für einen Euro sieht auf dem Trödelmarkt oder für zwei, finde ich, ist das schon eine lohnenswerte Anschaffung. Einfach so aus Kultcharakter schon alleine. Weil die Lemmings, wie gesagt, so ein richtiges Relikt aus den 90ern sind. Das kennt heutzutage keine Sau mehr. Aber
Bis auf Leute wie ich, die halt in den 90ern eben auch so ihre, ja, die Entdeckung gemacht haben auf dem PC. Ne? Leute, die so in den 90ern geboren sind oder Ende der 90er oder sowas, die kennen das überhaupt nicht mehr. Naja, und wie man sieht, wahrscheinlich nicht aus falschem Grund. Ne? Das ist halt ein altes Spielprinzip und hat leider nicht besonders viel Langzeitmotivation, wie ich finde. Für mich reicht es jetzt erstmal wieder für ein paar Jahre mit Lemmings. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bleibt, wie ihr seid und ja, wünsche mir weiterhin gute Besserung. Wir sehen uns die Tage. Bis dahin. Tschüss.